Ein wunderschön, ihr Lieben. Es ist heute ein herrlich sonniger Tag und der Max ist zu Besuch gekommen. Hallo, grüß dich Marius, servus. Hallo, grüß dich. Und ich dachte mir, ich nutze mal eben die Gelegenheit, wenn der Max schon mal bei mir ist, ein kleines Video für euch zu drehen. Erstmal vielen Dank für den Lob und die Kritik an unserem letzten Video vom Hanfanertag. Sehr schön, dass da viele Leute mitdiskutieren und auch ihre Meinung sagen. Das ist für uns sehr wichtig. Hast du da noch ein Resümee? Boah, Resümee gar nicht. Aber wie du sagst, es ist gut, dass zumindest einmal Diskussion stattfindet und dass die Leute mal diskutieren drüber. Man kann ja andere Ansichten haben. Und ich glaube, in unserem Video haben wir zumindest versucht, jetzt da die wichtigsten Sachen, die uns am meisten am Herzen liegen, sind, herauszuarbeiten. Und ja, schauen wir mal, was passiert, ob sich was ergibt oder auch nicht, oder ob sich irgendwas ändert. Aber zumindest ja, war es wichtig, dass es einmal gemacht ist. Ja, warum ich diese Sendung heute mache, ist eigentlich, wir machen schon ziemlich lange Öffentlichkeitsarbeit und alle reden von, jetzt wird bald legalisiert und wann wird legalisiert und jetzt wird es bald medizinisch freigegeben und ziemlich viele reden von legalisieren, meinen aber, glaube ich, was völlig Unterschiedliches. Und das wollte ich mal ein bisschen konkretisieren. Was bedeutet für dich, Max, wir legalisieren jetzt? Was würde das für dich bedeuten? Boah, das ist eine absolut schwierige Frage. Was legalisieren heißt, weil ich mir die Frage stelle, warum man das überhaupt damit tun muss. Dass man überhaupt der Pflanzen legalisiert gehört. Das heißt ja vorher, dass man es irgendwer vorher weggenommen hat. Wie wir jetzt erst schon gesprochen haben, beim Legalisieren auf jeden Fall mal dafür, egal was rundherum passiert, dass einmal mich jeder in Ruhe lässt, wenn ich mir daheim meine eigene Medizin anbaue. Okay? Das ist einmal eine Grundvoraussetzung. Da darf es keine Diskussion mehr geben, eigentlich. Ja? Ob es jetzt sinnvoll ist, darüber diskutieren, wie viele Pflanzen, das mag ja sein. Wie viel, dass man dann daheim anbaut oder dass es sinnvoll ist, dass die Sachen jetzt nicht dann beim Billa verkauft werden oder auch an der Tankstelle, das fand ich jetzt auch sinnvoll. Wie wird für mich Legalisierung ausschauen? Da kann man quatschen drüber, aber Kernpunkt ist, dass ich mir meine Medizin daheim selbst anbauen darf. Okay? Okay. Wie viel Pflanzen es dann auch immer sind. Ne? Okay. Aber ich muss zumindest selbst mir meine Medizin machen können, ohne dass ich irgendwie Angst haben muss, dass ich mich irgendwie illegal verhalte, nur weil ich nach Heilung suche. Ja? Das ist einmal das Wichtigste. Und alles rundherum, was dann die breite Masse betrifft, muss man halt dann einfach klären, wie die das handhaben wollen. Ja? Für Menschen Kinder nicht anbauen, aufgrund einer Behinderung oder so. Ja? Vielleicht sollten wir erstmal erklären, was hat eigentlich die Politik oder was denken eigentlich pharmazeutische Unternehmen beziehungsweise teilweise auch Suchtexperten darüber, wie man legalisieren sollte. Und die sind da natürlich ganz anderer Meinung. Sprich, das Einzige, was die sich vorstellen können, ist, das im Grunde genommen patentieren zu lassen und in Apotheken wieder abzugeben, ja, beziehungsweise unter ärztlicher Aufsicht. Oder glaubst du, da ist staatlich noch was anders gewollt? Nein, ich habe keine Ahnung, was da staatlich, wer immer das ist, der ominöse Staat, was da staatlich eigentlich gewollt ist. Und das Einzige, was ich merke, ist eine Art Verschleppungstaktik, die da gefahren wird. Weil man konnte schon lange irgendein Regularium finden. Die Informationen sind da, die Studien sind da, es wird ja überall legalisiert rundherum und bei uns sitzt man halt einfach da und tut so, als gab es das irgendwie alles nicht oder keine Ahnung. Ich glaube, das sollte man sich auch mal die Frage stellen, warum passiert das eigentlich? Also warum müssen du und ich, die eigentlich wahrscheinlich gar keine Lust haben, dass sie auf die Straßen gehen und für eine Pflanze, die irgendwo auswächst, ein Schüdel hochholen müssen oder für irgendwas demonstrieren müssen, weißt? Wir wollen vielleicht daheim sitzen, wollen unsere Medizin zu uns nehmen, wollen eine Ruhe haben oder wollen für uns selbst sein. Ich muss Sie unterbrechen, wenn der Staat jetzt morgen sagt, hey Leute, es ist legal, du kannst dir das ab jetzt aus der Apotheke holen. Geh nur noch vorher zu deinem Arzt
Der sagt dann, ob du schon alle Tabletten ausprobiert hast. Und wenn das nicht so ist, dann probierst du noch ein paar aus. Und danach, wenn du dann bewiesen hast, du verträgst die ganzen Tabletten nicht, dann kannst du Cannabis bekommen. Wäre das für dich eine Legalisierung? Je nachdem, wie schwer es dann ist, dass ich dann wirklich an das Cannabis komme. Ja. Aber für mich ist sehr schwierig, weil ich glaube, der Eigenanbau steht irgendwie für mich im Vordergrund und daher kann ich das wahrscheinlich schwer beantworten, weil ich würde mir meine Medizin immer nur selbst machen. Wenn ich jetzt Suchtexperte bin, sage ich, ich kann dir das gar nicht gestatten, dass du das selber zu Hause anbaust, weil ich weiß ja gar nicht, wie du damit umgehst. Vielleicht überdosierst du das ja. Du kannst damit ja gar nicht umgehen. Da haben wir natürlich ein ganz anderes Problem, nämlich dass ich jetzt auf denjenigen horch bzw. obrigkeitshörig bin und wem da jetzt mein Leben anvertraue oder meine Heilung anvertraue. Irgendwie. Ich brauche auf überhaupt niemanden horchen, außer auf mich selber. Ja, also wenn wer so tut und sagt ihm, du darfst nicht, dann ist es immer gefährlich eigentlich. Ja gut, wenn wir da jetzt zum Arzt gehen, dann kriegen wir da eine Tablette, die heißt Cyroglyphol und so ein Beipackzettel und den habe ich auch gar keinen Bock durchzulesen, ja, weil dann nehme ich die Scheiße wahrscheinlich eh nicht mehr. Darum frage ich da diesen Gott in Weiß und sage, hey, sag mal, wie viel muss ich mir denn davon einwerfen? Da hören wir ja auch drauf. Oder da würdest du jetzt auch nicht sagen, ich schmeiß mir da mal 10 von ein und dann mal gucken, wie es wirkt, oder? Wie wird es also. Wie das mit dem Gras machen wird. Ja. Also, Warum kannst du es dosieren? Warum kann der Staat nicht sagen, du kannst es alleine zu Hause nicht dosieren, sondern du brauchst eine Apotheke, die dir das dosiert? Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich tue mir schwer, weil ich muss mich fragen, wer der Staat ist. Ja, ich weiß ja, was bei. Anderes Thema müssen wir noch. Naja, nein, ich glaube nicht, dass das ein anderes Thema ist. Okay. Ich glaube, dass das eigentlich ein Kernthema ist, das vielleicht jetzt nicht in das Thema Cannabis passt. Also ich sage, der Staat ist die jeweils gewählte politische Kraft, die wir gerade im Land haben. Ja, für das kann ja das Cannabis nichts. Na, eh nicht. Eben. Und das ist der Standpunkt, von dem ich immer ausgehe irgendwie. Okay? Alles andere machen wir mit der Pflanzen aus. Da hat überhaupt keiner mit zum Reden. Ja? Da werde ich aber auch dann streng. Okay. Also wenn nein, aber weißt du, was ich meine? Es ist einfach ein Käse, es ist einfach so ein Käse. Okay? Auf jeden Fall, du hast vollkommen recht und ich glaube, die Sendungen, die gerade so im Fernsehen und im Internet zu kassieren, sprechen das Thema eh schon an. Natürlich gehört einmal eine Trennung her von dem und ich glaube, das ist auch das Thema, um das es heute geht. Drogenmündigkeit, ne? Naja, vor allem eine Trennung, weil du selber gesagt hast, was macht Cannabis jetzt bei Drogen wie Heroin oder was macht Cannabis jetzt bei, also generell als Droge, das in einen Topf zum Schmeißen. Ich glaube, das ist einmal, muss einmal zerlegt werden von absolut, ein paar kluge Köpfe irgendwie, ja. Wie tun wir da? Ja. Aber da hast du auch schon für dich einen Vorschlag. Naja, ich finde, wir sind halt in der Medizin ziemlich weit hinten, weil die Medizin musste sich spezialisieren und somit können wir mit dem Tinnitus zum Ohrenarzt gehen, mit seelischen Problemen zum Psychiater oder Psychologen, zum Neurologen. Ja, es gibt keine Ganzheitsmedizin mehr. Und ich glaube, bei den Drogen versuchen sie jetzt genau das aber zu machen. Sie sagen, wir brauchen da keine Spezialisten, sondern wir unterhalten uns jetzt einfach über Drogen. Und ich kenne da ja einen, der hat schon mal. Ja? Und deswegen ist das auch so. Ich glaube nicht, dass wir erstmal alles in einen Topf werfen können, weil wir haben uns schon mal darüber unterhalten, wie entsteht eine Sucht, was ist eine Sucht und dass das erstmal gar nichts mit dem Element an sich zu tun hat. Und das dann noch alles in einen Topf zu werfen, finde ich fatal. Das ist so, als wenn wir jetzt über Pfefferminzblüten, Tomaten und Rosen gleichzeitig reden. Ja? Es erschwert die Diskussion ungemein und unnötigerweise. Weißt? Ja. Das ist so dumm, also, dass sie noch durchwurschteln müssen, weil die Leute einfach nicht an richtige Informationen kommen. Und das ist genau. Ja das, was man. Also unsere Bevölkerung ist auf dem Wissensstand, ich kenne den Unterschied nicht zwischen einer berauschenden Hanfpflanze und einer industriellen Hanfpflanze. Das ist eigentlich der aktuelle Wissensstand unserer Gesellschaft, ja. Wir haben das verteufelt 50 Jahre lang und wir dürfen jetzt nicht erwarten, dass sich alle ein Buch gekauft haben und jeder den Unterschied schon von Hand weiß. Und jetzt diskutiert ihr das in Fernsehsendungen zusammen mit Kokain, Heroin, Amphetamin und was es nicht alles gibt, ja. Das ist ein Wahnsinn und dass dann die Bevölkerung natürlich gesagt, um Gottes Willen, wundert mich jetzt mal erstmal gar nicht. Aber es ist eh schon, ich glaube, die Vibes schlagen jetzt eh schon langsam um und es tut sich viel und ich glaube auch die Diskussion ist eh schon angekommen, auch ein bisschen, dass man das auseinander trennen muss. Irgendwie, ja. Aber ich habe das Gefühl, es finden sich gerade, wenn man sich die Fernsehdiskussionen anschaut, es finden sich halt auch keine wirklichen Kontrahenten mehr jetzt. Also keine
Naja. Kann ich, wie es das Wort schon sagt, Kontra. Es gibt immer noch Suchtexperten, die der Meinung sind, hey Leute, wir können es den Menschen, dem unmündigen Bürger nicht erlauben. Wir erlauben es euch jetzt schon, euch mit Alkohol zu töten, aber das Ganze jetzt auch noch mit Kräutern oder anderen Substanzen, das können wir euch jetzt nicht mehr erlauben. Vergessen aber dabei völlig, dass alle Leute ja zum Arzt gehen, eine Packung Valium in die Hand gedrückt kriegen und sagen, zieh dir da zu Hause dreimal am Tag eine rein. Dass aber jetzt jeder psychisch labile, wie auch immer, damit einen Missbrauch begehen kann und sich die Schachtel auch auf einmal reinhauen kann, das ist dabei völlig wurscht. Bei Cannabis, da macht sich jetzt auf einmal jeder Gedanken darum, wie es wäre, wenn jetzt auf einmal jeder einen Baum zu Hause hätte. Der würde ja dann praktisch ein Kilo am Tag rauchen. Tun die Leute aber mit Opium und mit anderen Sachen zu Hause auch nicht. Die achten nämlich einfach drauf, was da geraten wird und was normal ist. Ne? Du hast da ist ein bekanntes Problem und das Problem hast du überall, nämlich das Expertenproblem. Da sind nämlich Experten, die haben einfach nur in Bücher über das Ganze alles gelesen. Genau. Ja, das ist ja mit Depression dasselbe. Wie viele von die Psychotherapeuten haben denn selbst wirklich schon mal eine lange Depression durchgemacht? Also ich kenne jetzt die, zumindest mit denen ich Kontakt gehabt habe, war das nicht so. Die haben das in der Schule gelernt. Aber wie soll ich denn bitte mit so einem sinnvoll diskutieren, der noch nie einen Ofen geracht hat? Weißt du das immer? Oder zumindest sich dem Thema mal gewidmet hat, offen. Und ja, weil es wächst draußen. Ja? Also und das, da ist halt dann das Problem irgendwie. Und gegen solche Meinungen muss man halt dann ankämpfen. Und das ist schwierig, gegen eine Meinung anzukämpfen, weil es halt nur eine Meinung ist. Ich kann ja meinen, was ich will. Verstehst? Ich würde mir auch wünschen, dass die Fernsehsendung mal mehr Leute aus dem, ich glaube, das liegt am Glauben, ja. Die Gesellschaft glaubt halt nur Ärzten, Professoren, dass diesen Experten, die aber wieder selber keine Ahnung haben. Und es ist schwer, glaube ich. Ich habe schon Ahnung, aber wenn ich ein Experte bin, dann muss ich das leben. Verstehst? Ich muss Experte in dem Sinne nicht, weil ich so viel gelernt habe drüber, sondern weil ich das von dem Experte bin, lebe. Und das sieht man als Außenstehender. Lebt der das, dann kann ich das immer auch glauben. Oder lebt er das nicht? Erzählt mir der das einfach nur so irgendwie, aber nicht aus eigener Erfahrung, weißt du? Und das macht es sehr, sehr schwierig. Weil was soll ich dem jetzt erzählen? Ich möchte auf jeden Fall hier nochmal eine Lösung vorschlagen, die ihr mit sicherlich alle schon kennt. Wir von Legal Europe sind ja der Dachverband der Cannabis Social Clubs hier in Österreich. Und ich finde, Cannabis Social Clubs sind für mich ganz, ganz wichtig in der Legalisierung. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich glaube schon, dass es Patienten gestattet sein sollte, auch zu Hause, wenn sie es können und wenn sie es wollen, ihre eigenen Pflanzen haben dürften. Viele können das aber nicht oder könnten das nicht und möchten das lieber von anderen gemacht haben. Da würde ein Cannabis Social Club einfach eingreifen können und sagen können, wir können hier gute Qualität schaffen. Und zwar wissen wir alle mittlerweile, es nützt nichts, wenn eine Apotheke dann 1 bis 3 Sorten führt und jeder dasselbe bekommt, sondern man braucht da eigentlich Cannabis-Apotheken. Cannabis-Apotheken wären für mich eigentlich die Cannabis-Social Clubs, die ausgebildete oder zumindest Fachkräfte dort haben, die über die Sorten Bescheid wissen, wie sie wirken, bei wem sie wie eingesetzt werden. Dann für mich ein ganz zweiter, ganz, ganz wichtiger Punkt, der bei Apotheken nämlich flach fällt, ist nicht nur die Beratung, sondern auch die Kontrolle. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass jeder kontrolliert werden muss, aber ich glaube, eine gegenseitige Kontrolle kann nicht schaden, weil man nicht alles oft selbst sieht. Ja? Sprich, wenn du von mir, weil ich mit dir deine medizinische Sache oder dein Konsum einfach besprochen habe am Anfang. Ja? Und wir sind einmal darüber eingekommen, okay, 30 Gramm für dich im Monat ist eine annehmbare Sache. Ich glaube nicht, dass da einer groß süchtig ist, wenn er sich das für einen Monat einteilt mit 30 Gramm. Und für deine Krankheit passt das auch noch so. Jetzt kommst du aber nach 2 Monaten zu mir und ich sehe deinen Konsum und sage, ey, der hat über das Doppelte konsumiert. Dann kann ich mich jetzt hinsetzen mit dir und kann sagen, du, lass uns nochmal über deinen Konsum sprechen, über die Menge so, weißt du, glaub. Und ich glaube, dass das einfach viel helfen würde, zu sagen, das ist auch eine gegenseitige Kontrolle, die in einer Apotheke oder so halt nicht stattfindet, ja? Oder auch bei Ärzten. In einer Apotheke habe ich wieder die Pharmaindustrie
die Hand drauf auf eine Art und Weise. Und ich finde, man sollte das irgendwie jetzt endlich einmal anfangen zu entkoppeln. Eine Pflanze hat dort nichts verloren. Die Pflanze, wie jede andere von mir aus auch, jede andere Heilpflanze, hat nur in Hände was verloren von wirklichen Fachkräften. Okay? Erfahrene Menschen, die sie bewiesen haben im Umgang damit, die muss man nicht irgendwie coachen oder die muss man nicht trainieren, die füttern sie einfach außer. Verstehst du mir, was ich meine? Okay? Und die können da dann, die haben einfach Lebenserfahrung mit dem Thema und das ist das, was man braucht und das nicht nur beim Cannabis. Mein Anliegen für diese Sendung war auf jeden Fall, mal über das Thema zu sprechen, allein auch, um für euch Anregungen zu schaffen, zu sagen, wir schreien nicht nur in die Luft, wir wollen Legalisierung, sondern macht euch wirklich mal Gedanken, was wäre eigentlich für euch eine vernünftige Legalisierung, wie würde man eigentlich jedem entgegenkommen, sprich, einmal den kranken Leuten, wie sollte damit umgegangen werden? Und dann auch unseren Freizeitkonsumenten, wie sollte da eine Legalisierung stattfinden oder aussehen? Ja? Vor allem bei jeder Legalisierung wird immer geredet von, weiß ich nicht, unter 16 bzw. unter 18. Ich weiß nicht, wann du zum ersten Mal gekifft hast, bei mir ist, ich bin ja ein bisschen ein Sonderfall, weil ich so spät dazugekommen bin, aber die meisten haben doch da drunter, also in einem früheren Jahr Kontakt damit. Was macht man jetzt mit denen? Das kann ich dir sagen, auch da gilt es Lösungen für, da zählt für mich, ich muss viel aufklären, ja. Das heißt, wenn ich früher mit 15, ja, schau, warte mal kurz, ja. Wenn ich früher, ich bin auch mit 15 angefangen, ich glaube aber, ich bin mit 15 angefangen, weil es was Verbotenes war, weil es neugierig gemacht hat, weil das war auch für mich meine Droge war damals, besser als Alkohol für mich, aber hätte ich damals Ansprechpartner gehabt und es wäre mir vernünftig erklärt worden, wäre mein Umgang damit ein ganz anderer gewesen. Das glaube ich. Und deshalb sage ich, Legalisierung aus rein gesundheitlichen Gründen. Man weiß halt, bis 21 Jahren wächst der Körper und die Organe und deshalb sollte man Cannabiskonsum vermeiden. Heißt für mich aber nicht, dass eine Legalisierung auch bedeutet, schon 12-Jährige vernünftig aufzuklären, was das ist und ab wann man das überhaupt nehmen sollte, wann es anständig ist und wann nicht. Ja. Die Frage, wer klärt dann vernünftig auf? Wer hat die Vernunft, von der man spricht, genau. dass er wirklich dann wen aufklären kann? Ich weiß nicht, das ist, ja, Religionen und Schulen versagen jetzt generell, ja. Also du hast schon recht, eine Art Social Club, wie man immer das dann auch nennt, wo wirklich erfahrenes Fachpersonal, okay. Nicht die da schönreden oder ja, die Leute dazu verleiten, sondern mir geht es darum, dass man mit den Leuten darüber redet, ja. Anlaufstelle, weiß ich nicht, einfach einmal zum Sein, irgendwie, ja. Man kann es wirklich von sehr verschiedenen Seiten andiskutieren. Ich diskutiere es immer gern von einer sehr, von einer der untersten oder einer, von einer tiefen Ebene, sage ich, oder ich versuche es zumindest, weil wir denken, dass das Ganze ein bisschen tief versteckt. Aber das wird vielleicht eine Zeit dauern, bis dass man da eine andere Diskussion führen kann, dass sich die Menschen da selbst ein bisschen mehr befreien von dem ganzen Denken, das da herrscht, vorerst von den ganzen Zwängen und Regeln, das da gibt, dass man da wieder zum selbstständigen Denken untert wird. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Strafen sollten einmal unbedingt aufhören. Das war mir wichtig, egal was jetzt passiert in Zukunft und wie man das alles regeln, aber bitte das Strafen sollte endlich einmal enden, weil sonst ist überhaupt keine Diskussion nicht möglich, finde ich. Verbote bringen weniger. Aber was mir auf jeden Fall noch wichtig ist zu sagen, für mich bedeutet Legalisierung auf jeden Fall auch Freiheit und Selbstbestimmung. Das sind für mich zwei ganz wichtige Worte und Aspekte, weil ich glaube, das bedeutet für mich eine wirkliche Legalisierung, wenn der Mensch sich frei fühlen kann in seiner Entscheidung, was er für sich konsumiert und wie viel. Ja. Sollen wir da nur einen Aufruf irgendwie starten, dass es fähige Leute gibt für Legalisierung, also zumindest mit denen man diskutieren kann, auf erfahrene Leute, von denen wir da irgendwie gesprochen haben. Also dazu uns zwei jetzt einmal dazu einfach, sage ich jetzt einfach mal so. Und es gibt sehr, sehr viele andere in Österreich, die da genau denselben Beitrag irgendwie leisten könnten. Also wenn eine Diskussion einmal mit staatlicher Seite stattfinden würde, es gibt Leute, die clevere Ideen haben und die sehr gut durchdachte Meinungen zu dem haben, was da auf uns zukommt. Aber ich glaube, da müssen wir mal eine gescheite Ansprechbasis untereinander finden und die gibt es irgendwie noch nicht. Irgendwie. Also ja, Freunde, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir auch euch wieder unter den Kommentaren lesen würden. Gibt es eure Meinung? Gibt es uns eure Ideen? Vielleicht habt ihr da noch viel bessere Ideen. Wie wird für euch eine Legalisierung ausschauen? Was ist für euch dabei ganz, ganz wichtig? Was sollte beachtet werden? Ja, genau. Und vielleicht können wir damit sogar weitere öffentliche Diskussionen anregen und vielleicht auch mal mit anderen Leuten
dass man da der Sache mal vertieft mit Cannabis auf den Grund gehen kann. Was bedeutet legalisieren und wie sollte eine Legalisierung aussehen? Genau, unbedingt irgendwie. Ja. Max, ich danke dir, dass du wieder dabei warst. Jo, und wir sehen uns das nächste Mal. Auf jeden Fall. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf die Egalisierung, nicht? Wenn es endlich einmal egal ist, dass wir darüber diskutieren müssen und ja, jeder tun kann, das, was er für richtig hält. Genau. In diesem Sinne. Danke. Ciao.